Wir kommen jetzt zum letzten Teil in dieser Serie, zur Basis und Dimension von Vektorräumen oder Vektor- oder Unterräumen vom R hoch n. Und ich möchte starten mit einer kleinen Beobachtung, die jetzt wir vor die Definition vorschalten müssen. Nehmen wir an, wir haben einen Vektorraum oder einen Unterraum dargestellt durch die lineare Hülle von n Vektoren und diese Vektoren sind linear unabhängig. Und weiters können wir sie auch durch andere Vektoren, nennen wir sie a1 bis am, darstellen, als lineare Hülle dieser Vektoren a1 bis am, sodass diese Vektoren auch linear unabhängig sind. Dann muss m gleich n sein. Ja, das erinnert ein bisschen an den vierten Teil, wo wir also im zweidimensionalen gearbeitet haben und tatsächlich ist das die zugrunde liegende Idee. Was wir damals entwickelt haben, ist, dass man hier Vektoren austauschen kann und das können wir eben hier für den Beweis sehr einfach nützen. Was machen wir hier? Wir nehmen an, also aus Symmetrie könnten wir annehmen, dass m kleiner als n ist. Und natürlich ist das der einzige Fall, den man betrachten kann oder muss. Alle anderen Fälle sind gleich, also der andere Fall ist symmetrisch und den brauchen wir nicht mehr extra betrachten. Und wenn wir diesen Fall ausschließen können, muss m gleich n sein. Also, was machen wir hier? Wir haben hier die Vektoren a1 bis am, die linear unabhängig sind und die tauschen wir jetzt aus zu, also austauschen mit Vektoren, sagen wir bi1, bim, nach diesem Satz, den wir am Schluss des vierten Teils hier angegeben haben und natürlich sind diese alle voneinander verschieden. Das heißt, wir haben hier m Vektoren ausgewählt, also das sind alle voneinander verschieden. Also wir haben hier, und was haben wir, bekommen wir dann? Durch diesen Austausch erhalten wir natürlich, dass die lineare Hülle a1 bis am dasselbe ist wie die lineare Hülle von bi1 bis bim. Okay, naja, so, und jetzt nehmen wir einfach einen, naja, jetzt haben wir angenommen, n ist größer als m, das heißt, wir haben hier m Vektoren, wir haben aber n, angenommenerweise ist größer als n, dann nehmen wir an, dass also j jetzt verschieden ist von diesen Indizes i1 bis im, ja, das heißt, dass der Vektor bj, ja, natürlich, weil die Vektoren linear unabhängig sind, auch linear unabhängig ist von den Vektoren bi1 bis bim. Andererseits liegt der Vektor bj aber hier in der linearen Hülle, weil das ist ja der Gesamtraum V, den wir hier betrachten. Also ist der in der linearen Hülle, das heißt, dass der Vektor bj ist dann linear abhängig von den Vektoren bi1 bis bim. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Ja? Und damit ist der einzige Schluss, dass eben m gleich n sein muss. Also wir haben hier dieses Ausschlussprinzip hier verwendet, um diese Eigenschaft hier nachweisen zu können. Und dass eben, wenn wir ein und denselben Vektorraum darstellen können durch linear unabhängige Vektoren, dann muss die Anzahl dieser linear unabhängigen Vektoren immer gleich sein. Und das führt uns zum Dimensionsbegriff. Wir sagen, die Dimension eines Vektorraums ist n, genau dann, wenn V dargestellt werden kann, als lineare Hülle
von n Vektoren, wobei diese n Vektoren linear unabhängig sind. Und das, man sagt dann auch, die Vektoren b1, ja, bis bn bilden dann eine Basis. Von V. Also das ist ein ganz wichtiger Begriff. Basis und Dimension. Das ist genau das, was wir hier eben hier in der Überschrift hier erwähnt haben. Gut, naja, Beispiel. Was ist die Dimension vom R hoch n? Die ist natürlich n. Warum? Na, da können wir einfach den R hoch n darstellen als lineare Hülle von den kanonischen Basisvektoren, das heißt die Vektoren, wo an einer Stelle ein 1er ist und sonst lauter Nuller. Das sind eben ein Stück. Also damit haben wir hier einerseits n Vektoren gefunden, die unabhängig sind und gleichzeitig den R hoch n als lineare Hülle darstellen. Daher ist die Dimension hier n. Eine ganz wichtige Eigenschaft des Dimensionsbegriffs ist der folgende. Ist die folgende, nämlich nehmen wir an, dass U ein Unterraum von V ist, dann ist die Dimension von U gleich der Dimension, kleiner gleich der Dimension von V. Ja, wie kann man das feststellen? Das kann man sehr ähnlich machen wie hier bei diesem Lemma. Man geht davon aus, dass es eben nicht so ist. Also wir nehmen an, dass die Dimension das von V wäre, sagen wir, m. Ja, also ein endlich dimensionaler Vektorraum. Und jetzt kann man das sehr ähnlich vorgehen für den Beweis. Ich deute das jetzt nur an. Man nimmt also an, dass das eben nicht der Fall ist. Also was bedeutet, dass das nicht der Fall ist? Dass es gibt also Vektoren a1 bis an plus 1 in U, die linear unabhängig sind. Ja, das würde das Gegenteil von dem bedeuten. Also das heißt, die Dimension von U wäre dann sicherlich größer als die Dimension von V. Und dann machen wir einen Austausch mit der Basis von V. Also wir tauschen hier aus. Und dann führt das natürlich zu einem Widerspruch, dass wir dann, dass dann U in V enthalten sein muss, weil wir bekommen dann einen Vektor, der linear unabhängig von den anderen, also sicher nicht in der linearen Hülle enthalten ist, dann würde es einen Widerspruch dazu führen. Also das ist eine sehr einfache und wichtige Eigenschaft von Unterräumen, dass wenn sie ineinander enthalten sind, dann ist die Dimension entsprechend kleiner gleich. Und die zweite Beobachtung, die wir auch machen können, die jetzt auch mit dem, was wir beim vierten Teil gehört haben, zusammenhängt, ist das folgende. Wenn U enthalten V ist, also ein Unterraum ist, aber die Dimensionen gleich sind, dann ist U gleich V. Das ist auch eine wichtige Beobachtung. Also wir haben das im Wesentlichen, das spielt hier natürlich mit, weil wir können diesen Unterraum betrachten und dann, wenn die Dimensionen gleich sind, können wir austauschen und sehen, dass es dasselbe ist. Das ist im Wesentlichen die Idee, die wir im vierten Teil exemplarisch im zweidimensionalen durchgeführt haben. Wir bekommen damit natürlich auch einen Überblick über alle möglichen Unterräume. Also nehmen wir an, wir betrachten den R hoch 3. Ja, die Dimension dieses Vektorraums ist 3, wie wir ja schon allgemein beobachtet haben. Und jetzt können wir fragen, welche Unterräume es gibt. Natürlich, wegen dieser Eigenschaft kann die Dimension des Unterraums nicht größer als 3 sein. Also es kann sein, dass die Dimension von einem Unterraum gleich 0 ist. Okay, das gibt es auch. Aber das ist genau der Fall,
wo sie nur aus dem Nullvektor besteht. Wir haben das hier nicht explizit erwähnt, aber natürlich kann die Dimension auch 0 sein und das ist der Fall, wenn es eben nur der Nullvektor ist. Dann gibt es natürlich die Unterräume, die Dimension 1 haben. Dann ist U von der Gestalt, dass es von einem Vektor A erzeugt wird und dieser Vektor A ist nicht der Nullvektor. Und dann gibt es den Fall, die Dimension ist gleich 2, dann wird U von 2 Vektoren erzeugt, wobei A und B linear unabhängig sind. Ja, und dann gibt es noch den Fall, dass die Dimension 3 ist. Das kann nur der Fall sein, wenn das gleich der Gesamtraum ist. Gut, damit möchte ich schließen. Wir haben also den R hoch n ein wenig kennengelernt. Natürlich kann das nicht nur für n ist gleich 3, sondern für beliebige Dimensionen durchgeführt werden. Wir haben den Begriff des Unterraums, wir haben den Begriff der Dimension und auch den Begriff der Basis. Mit dem Begriff der Basis kann man jetzt natürlich noch einiges anstellen. Also man kann einen Basiswechsel durchführen. Also wir haben ja auch gesehen, dass wir nicht unbedingt dieselbe Basis haben müssen. Also zum Beispiel in dieser Situation muss natürlich m gleich 1 sein, aber dann, es heißt nicht, dass diese Basis B1 bis Bn gleich dieser Basis A1 bis A m ist. Also es gibt verschiedene Basen. Also ein und derselbe Raum muss nicht eine eindeutige Basis haben. Also dieses Beispiel ist ein bisschen irreführend, weil man spricht hier von der kanonischen Basis, aber alle Systeme von n-Vektoren, die linearunabhängig sind, bilden eine Basis des R hoch n. Und wie man hier von einer Basis zur anderen übergehen kann, das haben wir hier auch gesehen. Man kann eben da sukzessive Vektoren austauschen und dann, das hängt natürlich auch zusammen mit Linearkombinationen, die hier gebildet werden, das heißt mit linearen Gleichungssystemen und so weiter und so fort.